Lieben, schön, dass ihr in meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein Festtagsessen für euch und zwar machen wir zusammen ein Schweinefilet in Knoblauch-Parmesansoße. Und dafür brauchen wir 1,5 Kilo Schweinefilet und Öl zum Anbraten. Dann brauchen wir ein Bund Suppengemüse, 2 bis 3 mittelgroße Zwiebeln und 6 bis 7 Knollen Knoblauch. Und dann brauchen wir noch Salz, Pfeffer, 2 bis 3 Esslöffel italienische Kräuter, 1 Esslöffel Cayennepfeffer, 500 ml Sahne, 100 ml Milch und 80 Gramm Parmesankäse. Dann braucht ihr noch einen Bratschlauch, das sollte 40 bis 50 cm groß sein und eine Knoblauchpresse. Als erstes müssen wir das Gemüse vorbereiten, die Karotten schälen, grob schneiden, waschen natürlich vorher, den Lauch auch waschen, grob schneiden, die Sellerieknolle natürlich auch schälen und grob schneiden, grob würfeln. Und von den 6 bis 7 Knoblauchzehen nehmen wir 2, die schälen wir und tun sie vierteln. Halt, und eine Zwiebel brauchen wir noch, die tun wir auch schälen und vierteln. Dann geht es weiter mit der Vorbereitung vom Filet. Dazu das Filet einfach ein bisschen abtupfen, abwaschen müsst ihr es jetzt nicht unbedingt. Und ich habe die ganzen Gewürze in eine Schüssel gegeben, habe sie vermischt und habe dann das über das Filet gestreut und auch ein bisschen einmassiert. Ja, kann man so sagen. Seht ihr ja hier ganz gut. Das macht ihr mit den ganzen 1,5 Kilos. Dann geht es weiter mit dem Anbraten. Dazu braucht ihr eine Pfanne, da gebt ihr Öl rein und bratet die Filets von beiden Seiten scharf an. Oder was heißt von beiden Seiten? Ringsrum scharf anbraten. Wenn ihr das ganze Fleisch angebraten habt, dann legt es erstmal zur Seite und dann geht es weiter mit dem Bratschlauch. Ich habe hier jetzt einen Bratschlauch, den gibt es komplett so in einer Rolle zu kaufen, so ähnlich wie Frischhaltefolie. Den habe ich mir auf, ich glaube das waren 40, 50 cm, kann ich nicht mehr genau sagen, als abgeschnitten. Also mindestens so viel, weil ich hatte ja 3 Filets und die brauchen Platz. Den klappt man dann einfach so auf, ist total simpel. Und die meisten Bratschläuche haben dann noch innen drin so ein kleines Band. Damit kann man den Bratschlauch dann zubinden. Es gibt ein paar Sachen, die ihr beachten müsst bei einem Bratschlauch, wobei eine eigentlich wichtig, also eine wichtige, und zwar die, ich sage jetzt mal, die Zipfel am Ende sollten mindestens 2-3 cm groß sein. Hat einfach damit zu tun, dass man ihn dann besser später anpacken kann. Also das sieht ihr dann im Video. Warum verwende ich überhaupt einen Bratschlauch? Ganz einfach, ich finde, in so einem Bratschlauch bleibt das Fleisch super saftig und weich und es wird in seinem eigenen Saft gegart und der Ofen bleibt wunderbar sauber und man bekommt sogar einen tollen Sud raus, das seht ihr jetzt dann. Weiter geht's mit dem Bratschlauch. Er ist an beiden Seiten natürlich offen. Bevor ihr das Filet hineingebt, müsst ihr die eine Seite zumachen. Ist ja ganz logisch, ne? Und dazu nimmt er einfach die Hälfte von dem Band und knotet hinten einen Zipfel. Würde ich jetzt sagen als Franke. Ja, also nicht falsch verstehen. Ja, da wo die Öffnung ist, da kommt dann logischerweise das Filet hinein. Und da passen echt bei 40, 50 cm locker 3 Stück rein. Aber mit dem Filet alleine ist es ja nicht getan. Es bekommt noch Gesellschaft. Und zwar von unserem Gemüse, da gebt ihr wirklich alles rein. Die Karotten, den Lauch, den Sellerie, die Zwiebel und den Knoblauch. Was ihr noch machen könnt, noch ein paar Esslöffel Wasser mit rein, habe ich aber nicht gemacht, weil diese 3 Filets geben so viel Bratsaft ab, da brauche ich kein Wasser. Und durch das Gemüse und durch die Würze von den Filets bekommt natürlich der Braten vor oder die Bratensoße einen tollen Geschmack. Ja, ist alles drin, dann verschließen wir das Ende genauso wie den Anfang. Einfach zuknoten. Und wie gesagt, lasst bitte so 2-3 cm übrig. So schaut es dann aus. Das kommt dann auf ein Backblech. Da muss jetzt kein Backpapier drauf sein, aber bei mir ist immer eins drauf.
Und jetzt darf unser Filet für gute 30 bis 45 Minuten bei 175 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen. Während unser Filet im Ofen im Bratschlauch gart, müssen wir noch ein paar Sachen für die Soße herrichten oder vorbereiten, und zwar den Parmesan grob reiben. Eine weitere Zwiebel habe ich gewürfelt, den restlichen Knoblauch geschält und natürlich müssen wir den jetzt pressen. Und das seht ihr hier, ich habe jetzt so eine Presse, gibt andere auch, ist eigentlich sowas von egal, Hauptsache ihr presst ihn. Weiter geht es dann auch mit der Sahne und der Milch. Das geben wir einfach alles in einen Behälter, also Sahne und die Milch. Und da kommt dann noch der Parmesan dazu und das wird kurz verrührt. Was heißt verrührt? Ich habe ihn eher untertaucht. Und dann sind auch unsere Vorbereitungen für die Soße erledigt. Und wir können uns dem Filet wieder widmen. Also das dürfte jetzt dann fertig sein. Das holen wir dann aus dem Ofen. Ja, jetzt habt ihr es leider nicht gesehen. Also während der Garzeit geht dieser Beutel komplett nach oben. Also der bläst sich richtig auf. Da ist ein richtiger Druck drauf. Wenn man ihn raustut, dann sackt er auch sehr schnell wieder zusammen. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Dieses Ding ist unheimlich heiß. Also da kommt ein richtig heißer Dampf raus. Deswegen, ich mache das immer so. Ich schneide oben auf, also nicht die Seiten irgendwie abschneiden oder so, denn dann würde die Soße hinauslaufen, die will ich ja behalten. Also schneide ich einfach oben in meinem Bratschlauch eine Linie hinein, sodass ich schön aufklappen kann. Und da sieht man schon ganz toll, wie viel Fond ich habe. Die Filets tue ich natürlich raus, die gebe ich auf einen Teller und damit sie warm bleiben, habe ich sie in den Ofen gestellt bei 50, 60 Grad, dass sie halt einfach warm bleiben. Könnt ihr aber auch in der Mikrowelle machen, da gibt es ja auch eine Funktion. Ja, wie komme ich jetzt an die Soße ran? Ganz einfach, so mag es ich immer. Wenn es ihr anders macht, könnt ihr mir gerne in die Infobox schreiben. Und zwar, wir brauchen einen Sieb und eine Schüssel, Behälter. Und ich habe dann einfach eben diesen Beutel an den beiden Enden zusammengeklappt und hochgehoben. Und dann einfach unten ein Loch hineingestochen. Und das lasse ich durch den Sieb laufen. Und da kommt ganz schön viel raus. Und somit habe ich auch fast nicht das Gemüse mit in der Soße. Also es bleibt in dem Beutel drin und kann ich wunderbar wegschmeißen, ohne dass ich eine große Sauerei gemacht habe. Außer hier habe ich ein bisschen was daneben geschickt, wie immer halt. Ja, und so sieht mein Fond aus. Das waren sogar 200 Milliliter, glaube ich. Ja. Jetzt können wir endlich mit der Soße weitermachen. Dazu geben wir die Zwiebeln in eine Pfanne mit heißem Fett und dunsten sie kurz da an. Also nicht wundern, warum die so gelb ausschauen, orange. Ich hatte ein feuriges Curryöl. Gibt noch ein bisschen Schärfe. Ja, sind die Zwiebeln angedünstet, kommt der Knoblauch dazu, den braten wir auch kurz mit an. Kommt noch so ein guter Esslöffel Mehl dazu. Das dient einfach dazu, dass die Soße andickt. Also wenn dann die Flüssigkeit reinkommt, wird das Ganze etwas dicker, weil ich will ja keine flüssige Soße. Ja, passt das alles, dann kommt unser Fond hinein. Den gießen wir einfach drüber und lassen ihn kurz aufkochen und da sieht man dann auch schon, dass das Mehl arbeitet. Es wird schon dicker. Und dann geht es eigentlich auch schon ratzfatz weiter. Einfach nur noch unsere Milch Parmesan-Mischung dazugeben und das Ganze etwas einkochen lassen. Durch den Parmesan wird nämlich die Soße auch cremig. Aber das dauert ein bisschen. Also lasst die Soße so 3 bis 5 Minuten etwas einkochen bei mittlerer Hitze, also den Ofen runterschalten. Ja, währenddessen meine Soße noch ein bisschen brutzelt oder kocht, schneide ich mir die Filetstücke zurecht. Schaut mal, wie weich sich das Fleisch schneiden lässt. Ganz einfach. Also das war zart. Das war der Wahnsinn. Also dazu ist der Bratschlauch richtig gut. Da schaut euch das an. Richtig saftig.
Ja, meine Soße köchelt. Man sieht auch schon, dass sie etwas dicker ist. So, jetzt mache ich was, das müsst ihr nicht machen. Ich habe von meinen drei Filets einen geschnittenen nochmal in die Pfanne getan. Ehrlich, ich weiß gar nicht, warum genau ich das mache, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich die da rein tue, dann schmeckt die Soße noch ein bisschen intensiver nach dem Fleisch. Ob es aber wirklich so ist, kann ich euch nicht bestätigen. Also das müsst ihr nicht machen, ist Gewohnheit. Zu guter Letzt kommt noch ein bisschen Petersilie dazu. Das ist jetzt nicht die vom Suppengemüse. Ich habe hier gefrorene genommen, weil vom Suppengemüse wäre es ein bisschen zu wenig gewesen. Ja, dann ist unsere Soße fertig und wir können anrichten. Ich serviere mein Filet gerne mit Kroketten, die sind aber jetzt gekauft. Die habe ich nicht selber gemacht, tut mich deswegen nicht steinigen. Manchmal gibt es auch was Gekauftes. Ich nehme sehr gerne Kroketten, was aber auch noch toll ist, ist ehrlich gesagt Kartoffelbrei und Spätzle. Zum Servieren hier jetzt für euch habe ich natürlich nicht das Filet genommen in der Soße, sondern ich habe mir ein anderes noch zurechtgeschnitten, habe es auf den Teller gelegt und dann einfach Soße drüber. Und dann war es auch schon fertig. Nein, zur Deko. Jetzt kommt unsere Petersilie vom Suppengemüse noch über das Fleisch drüber, dass das alles ein bisschen Farbe hat. Und dann ist es fertig. Dann könnt ihr essen. Auf jeden Fall, ich rate euch, sowas am Freitag zu machen, welcher den Geruch vom Knoblauch, weil der ist echt stark. Weil wenn ihr dann am Montag in die Arbeit geht, dann haut es ein paar Leute um. Das kann ich euch versprechen. Ja, das war's dann auch für heute. Ich hoffe, wie immer, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag und bis demnächst. Tschüss!